Guten Morgen! Wir fahren morgen in den Urlaub. Juhu! Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir dieses Jahr hier bleiben und nichts groß machen, außer ein paar Ausflüge. Aber wir haben jetzt doch gemerkt, dass wir dringend eine Pause brauchen. Und vor ein paar Wochen haben wir dann Mecklenburg-Vorpommern gebucht. Und morgen geht's los. Ich nehme euch heute ein bisschen mit beim Packen. Vielleicht habt ihr ja so oder kriegt ihr so die eine oder andere Idee mit, wie man das sinnvoll machen kann. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Und jetzt gehe ich erstmal mit dem Jonathan zum DM und kauf noch ein paar Snacks. Achtung auf den Kopf, mein kleiner Mann. So, schau mal. Wir haben unsere letzten Erledigungen jetzt gemacht und damit komme ich auch gleich zu meinem ersten Tipp. Fangt rechtzeitig an zu planen, was ihr noch braucht und eine Packliste zu machen. Christian hat mich gefragt, müssen wir wirklich 3 Tage vorher schon anfangen zu packen? Nein, aber das, was eben noch zu erledigen bzw. zu kaufen ist, was man noch braucht für den Urlaub. In unserem Fall war das jetzt Übergang Sommer zu Herbst. Luisa hat ein paar neue Leggings gebraucht, wo sie einfach rausgewachsen war aus den alten jetzt. Dann haben wir Gläschen und Windeln gebraucht für den Jonathan, dass man das nicht alles an dem Tag vorher direkt machen muss, weil dann kommt man wirklich schnell in so eine Überforderung rein. Zur Packliste, gleich Tipp Nummer 2. Macht das mal über ChatGPT. Klingt komisch, aber ihr bekommt wirklich eine detaillierte Liste. Ich für meinen Teil packe ja für die Kinder mit. Das heißt, ich habe jetzt eingegeben, erstell mir eine Packliste für ein Baby und ein Kind 5 Jahre. Wir wollen wandern, wir wollen schwimmen gehen, was halt so eure Vorhaben sind. Das könnt ihr da alles mit reinschreiben und dann bekommt ihr eine Packliste. Die müsst ihr natürlich noch ein bisschen für euch bearbeiten, aber ihr habt schon mal wirklich das Wichtigste draufstehen und seid sicher, dass ihr quasi nichts vergesst. Christian ist übrigens gerade oben und verräumt noch die Wäsche. Ich muss hier auf den kleinen Mann aufpassen, der ist nämlich sehr mobil mittlerweile. Tipp Nummer 3, macht nicht alles alleine. Ich weiß ja, ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, aber meistens ist es ja so, dass die Mamas mitpacken für die Kinder. Gebt da ein bisschen was ab. Also ich habe jetzt zum Beispiel zum Christian gesagt, er ist dafür zuständig, dass die ganze Wäsche in den Schränken verräumt ist, dass ich, wenn ich packe, einfach da wirklich Zugriff drauf habe und jetzt nicht noch gucken muss, was ist noch in dem Wäschekorb drin, was ist noch da drin. Das darf er machen, genauso wie Kinderwagen mit Regencape und Sonnenverdeck und so weiter und so fort. Das ist sein Aufgabenbereich, das haben wir auch einfach so klar festgelegt. Das ist jedes Mal, wenn wir wegfahren, im Prinzip das Gleiche. Und dann habe ich das schon mal aus dem Kopf und bin da gut unterstützt. Wäsche. Tipp Nummer 4. Fangt auch da wirklich rechtzeitig an, alles wegzuwaschen. Ich weiß, wie nervig das ist, dass man am Tag dann selber feststellt, oh, irgendwie fehlt mir ja noch, keine Ahnung, 3 Bodys und 2 Unterhemden. Also wenn ihr alles weggewaschen habt, dann wisst ihr auch, ihr könnt da aus den Vollen schöpfen und müsst nicht noch am Tag selber zum Waschen anfangen. Bei uns ist gestern die letzte Maschine abends reingegangen. Wir haben jetzt soweit alles durchgewaschen und ja, jetzt kann ich eben direkt ans Packen gehen, ohne da jetzt in so einen Waschstress zu kommen. Tipp Nummer 5, Snacks. Also ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, auf der anderen Seite weiß ich ja, dass wir eine Woche unterwegs sind und das sind jetzt nicht nur süße Sachen, also zum einen ist das alles aus der Kinder- und Babyabteilung vom DM, aber das sind jetzt auch so Laugensachen dabei, dass die Luisa einfach was zum Knappern hat, das ist tatsächlich für den Jonathan, das ist ab dem 8. Monat, das kann er schon haben, dann habe ich ein paar Quetschis, die gibt es bei uns fast nur noch, wenn wir unterwegs sind, also jetzt im Urlaub, ansonsten haben wir die gar nicht mehr daheim, deswegen, das darf dann ruhig auch mal sein. Und was haben wir denn hier noch? Genau, so Dinkelbrezelchen, Kekse nochmal für uns alle, Haselnuss-Dinkelkekse, genau, ein paar getrocknete Erdbeerchen. Und da werde ich ihr was zurecht machen für die Fahrt, aber eben auch Sachen zum so mitnehmen, die man dann, wenn man unterwegs ist, Ausflüge macht im Urlaub, einfach in eine Tupper reinmachen kann. Ich bin in der Küche angekommen und habe hier auch so ein paar Tipps und Tricks für euch. Ich habe jetzt hier eine Kühltasche und da habe ich alle Sachen rein, die fürs Essen sind für den Jonathan. Also alle Gläschen, dann natürlich ein Lätzchen. Wir haben ein Lätzchen tatsächlich, weil das aus Silikon ist, das kann man immer abwaschen. Das ist natürlich perfekt. Dann ist der Löffel mit drin, auch da reicht uns eigentlich, ich sag gleich warum, einer. Und die Tücher zum Saubermachen, die sind hier auch noch drin, als Trennwand sozusagen, damit die Gläschen nicht kaputt gehen.
So, dann habe ich hier schon mal bereitgelegt, was wir für die Fahrt brauchen. Weil wir brauchen auch ein Gläschen. Wir fahren über mittags. Überlegt euch das gut, also dass ihr so ein bisschen auch die Sachen griffbereit habt, die ihr auf der Fahrt wirklich braucht. Natürlich auch nochmal mit einem Löffel. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich reicht uns ein Löffel. Und ein Lätzchen und ein Tuch. Dann habe ich hier schon etwas bereitgelegt. Da kommt noch eine Packung Nudeln dazu, was wir gebrauchen könnten, wenn wir ankommen. Also wir wollten jetzt nicht super viel mitnehmen. Aber ja, wenn man ankommt und Hunger hat, ist halt auch doof. Deswegen gibt es ein Glas Pesto. Und fürs Frühstück habe ich einfach schon mal ein Müsli, eine Milch und das hier sind solche Pancakes. Ich glaube, da nehmen wir nur eine Flasche mit, wo man eben nur Milch dazu tun muss, schütteln und dann kann man die rausbacken. Hier nochmal zum Thema thematisch packen. Ich habe hier eine Tasche. Den Rucksack werden wir auch ansonsten für Ausflüge mitnehmen. Das kann man dann in der Ferienwohnung rausmachen, wo alle Sachen zum Wickeln drin sind. Feuchttücher und nochmal so Unterlagen für unterwegs. Und was hier noch mit reinkommt, ist dieses Täschchen. Das sind einfach ja, Notfallmedikamente drin. Zahnöl, Beißring und sowas, was man gut gebrauchen kann. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei Tipp Nummer 9. Vergebt mir, falls es nicht stimmen sollte. Ich habe hier eine Tasche, einen großen Beutel, der reichen muss für das gesamte Spielzeug für Luisa und Jonathan. Ich habe natürlich Sachen reingemacht, die wir schon zu Hause hatten. Aber es soll auch so ein bisschen eine Überraschungstasche sein. Deswegen weiß Luisa auch nicht, was da genau drin ist. Ich habe geguckt, dass ich so eine Mischung habe aus Spielen, die wir gemeinsam machen können, aber eben auch Dinge, die sie alleine machen kann. Und es sind auch ein paar neue Sachen dabei, wie zum Beispiel hier dieses Sticker-Album. Oder was habe ich denn noch? Genau, das hat sie sich tatsächlich, nee, das ist alt, das ist ein Malbuch. Aber, Moment, das hier hat sie sich selber zum Basteln ausgesucht im Buch, in der Buchhandlung. Da sind richtig schöne Sachen drin, das kann sie alleine machen. Und gerade eben habe ich auch noch aus einer anderen Buchhandlung auf dem Nachhauseweg ein paar Sachen mitgenommen, so Kleinigkeiten. Ne? Das hier zum Beispiel ist ein Schmetterlingsdrachen. Dann habe ich hier Straßenmalkreide und ein, wie sagt man denn da, Gymnastikband, wo sie einfach auch draußen ein bisschen, ja, was Schönes machen kann und sich freut, dass sie vielleicht das ein oder andere da drin hat, was sie noch nicht kennt. Die beiden Kartenspiele und das hundertteilige Puzzle habe ich in Zipperbeutel reingemacht. Da spart man wirklich eine Menge Platz, wenn man diese Kartons nicht mitnimmt. Wir kommen zu Tipp Nummer 13. Und zwar habe ich hier diese Cubes bestellt. Die sind super praktisch. Ich habe für die Luisa rot und für den Jonathan blau und für mich die gleichen auch noch in schwarz. Und ich habe hier hinten nochmal zwei leere mitgenommen. Da kann man dann die schmutzige Wäsche reinmachen. Und das sollte eigentlich alles hier in diesen Koffer reingehen. Das ist echt super, wenn man das nach Farben sortiert, weil dann hat man alles griffbereit für das jeweilige Familienmitglied. Und es ist halt auch viel kompakter, als wenn man es so in den Koffer reintun würde. Das wissen ja die meisten von euch wahrscheinlich, wenn man die Sachen rollt. Dann spart man auch noch mal so ein bisschen Platz, weil man einfach das Volumen verringert. Und als letzten Tipp, Tipp Nummer 15, damit die Sache abgerundet ist, macht euch nicht zu viel Stress. Freut euch auf den Urlaub und ja, ich bin fertig mit Packen. Ich habe das alles gut geschafft, trotz Baby. Meine Schwiegermama war zwar jetzt noch mal eine Runde mit dem Jonathan spazieren, aber auch nur so eine halbe Stunde. Und den Rest habe ich alles mit ihm gemeinsam gemacht, also hat super funktioniert. Und ja, jetzt ist es mittags und ich kann mich ein bisschen entspannen und auf den Urlaub freuen. Ich sage bis ganz bald, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement da. Und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss!